Wir haben eine handfeste Vertrauenskrise in Europa, hat EU-Währungskommissar Olli Rehn diese Woche gesagt. Der Countdown läuft und innerhalb von 10 Tagen muss eine Lösung gefunden werden. Wie die aussehen könnte, darüber spreche ich mit meinem Gast Sandra Navidi, Chefin von Beyond Global. Herzlich willkommen Ihnen. Und liebe Zuschauer, auch Ihnen herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Frau Navidi, Sie waren gerade länger in Europa. Wie schwer ist denn die Vertrauenskrise dort wirklich? Sie könnte kaum schlimmer sein. Es ist sehr alarmierend. Es herrscht Ratlosigkeit und man kann sich auch schlecht einigen, weil es so viele widerstreitende Interessen gibt. Am Mittwoch haben wir gesehen, die Notenbanken haben Liquidität in den Markt geschossen. Die Märkte haben das mit einem Kursfeuerwerk beantwortet. Ist das jetzt eine Lösung? Nein, das ist nur die Bekämpfung eines Symptoms. Das hat mit der Lösung im Grunde genommen gar nichts zu tun. Das kauft Zeit, damit man hinter den Kulissen weiter an einer möglichen Lösung fieberhaft arbeiten kann. Aber was es zum Ausdruck bringt, und das gibt auch Anlass zur Sorge, ist, dass wir eine Liquiditätskrise haben. Denn sonst hätten die Notenbanken diese Aktion nicht ins Leben gerufen. Die Banken trauen sich untereinander nicht mehr. Und man sieht auch einen Mittelabfluss aus Europa, zum Beispiel nach Asien. Da, woran man sieht, dass dortige Investoren sagen, unser Geld ist vielleicht nicht mehr sicher in Europa. Wir bringen das lieber außerhalb des Kontinents. Die Euro-Länder setzen jetzt auf den IWF. Ist das eine Lösung? Also man muss gucken, was ist von allen schlechten Lösungen noch die beste. Besonders viel Auswahl hat man nicht mehr. Der IWF hat sehr viel Erfahrung in solchen Sachen. Er hat große Expertise. Es hat über 180 Mitglieder dort. Man muss sich allerdings im Klaren sein, wenn man den IWF mit ins Boot holt, dann hat quasi die ganze Welt ein Mitspracherecht daran, was in Europa getan wird, was ja auch verständlich ist. Und die Amerikaner fragen sich dann allerdings ab einem gewissen Zeitpunkt, wir steuern jetzt schon über die Fed bei und jetzt sollen wir auch noch über die Finanzierung des Währungsfonds den Europäern mithelfen. Wir kriegen unsere eigenen Probleme kaum in den Griff. Wie kommen wir dazu, denen jetzt noch so weit zu helfen? Die Mittel des IWF müssten ja auch erhöht werden. Ist das also, werden die Schulden dann praktisch durch die Hintertür, durch die Notenpresse wieder finanziert? Ja, ganz klar. Es ist ja kein Geld da. Die Regierungen haben die Schulden von den Banken absorbiert und jetzt ist niemand da, der die Regierungen rausholt. Die noch Geld haben, wie zum Beispiel Regierungsfonds oder private Investoren oder Firmen, denen sind solche Investitionen zu risikoreich, mal ganz abgesehen davon, dass das hat jetzt nichts mit dem IWF zu tun. Aber ja, im Endeffekt muss man irgendwie das mit Gelddrucken in Anführungsstrichen überbrücken. Ist es denn richtig, dass die Europäische Zentralbank eben nicht als Notenpresse wie anders in den USA hier wie die Fed missbraucht wird? Ja, die Federal Reserve hat ein etwas breiteres Mandat. Das ist einmal Preisstabilität und dann maximale Beschäftigung. Das heißt, die können ein bisschen, die haben mehr eine längere Leine. Die EZB sollte komplett unabhängig sein und es war nicht vorgesehen, dass sie so aktiv in die Finanzwirtschaft dort mit eingreift. Aber jetzt befinden wir uns in einer akuten Notsituation und da, wie gesagt, wir haben nicht viele Alternativen. Neben dem IWF ist da eben halt noch die Europäische Zentralbank als übergeordnete Institution und ja, deswegen, was soll man machen? Jetzt gibt es den Rettungsschirm EFSF und der wird mit einem Hebel ja vergrößert, aber es scheint, das ist jetzt nur noch ein Hebelchen. Ja, der IWF, der Rettungsfonds ist, er ist ja quasi ein Collateralized Debt Obligation, also eine künstliche Konstruktion, mit der man diesen Hebel schafft. Verschiedene Stufen, also technisch sehr kompliziert und genau eins dieser Konstrukte, die in die Krise mitgeführt haben 2007, 2008. Und deswegen besteht einmal ein Vertrauensdefizit solchen Konstruktionen gegenüber. Die sind eben nicht so sicher, wie sie verkauft werden. Und die Investoren natürlich auch aus Asien, auch selbst die, die ein Interesse daran haben, dass die europäische die Währungsgemeinschaft bestehen bleibt, denen sind diese Investitionen zum Teil zu risikoreich. Die sagen, das möchten wir nicht stützen. Jetzt wird er ja verändert eventuell und vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten, den zu vergrößern. Ich war ursprünglich auch skeptisch diesem Fonds gegenüber, aber angesichts der mangelnden Lösungsmöglichkeiten würde ich sagen, ist auch wieder mal besser als nichts. Was wäre denn noch eine andere Alternative? Gibt es da noch was? Ja, man muss das alles kombinieren, also den Rettungsfonds mit dem IWF, mit der Europäischen Zentralbank und schauen, dass man eine allumfassende Lösung schafft und auch unter Einbeziehung der G20. Zu Jahresbeginn werden wieder viele Staatsanleihen auf den Markt gebracht. Was passiert denn, wenn die nicht ankommen? Wir haben es ja auch zum Beispiel bei Deutschland gesehen, da ist auch einmal nicht das Volumen erreicht worden und es hat auch gleich einen kleinen Crash am Markt gegeben. Was passiert denn dann nächstes Jahr?
Ja, also im Zweifel ist mit einem weiteren Käuferstreik zu rechnen und im Wesentlichen werden die Staatsanleihen ja auch von Finanzinstituten abgenommen, die ja sowieso sich in Schwierigkeiten befinden und dann ist es natürlich äußerst fraglich, ob die weiterhin solche Staatsanleihen übernehmen wollen. Also das kann sein, dass wir da auf ein großes Problem zusteuern. Ist das Feuer denn jetzt in Europa eher gelöscht oder bekommen wir immer weitere Ansteckungen und es brodelt und lodert? Es brodelt und lodert, der Countdown läuft, es könnte kaum schlimmer sein. Jeder Tag, der weiter vergeht, macht es komplizierter und teurer. Sagt Sandra Navidi, Chefin von Beyond Global, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren bei Inside Wall Street und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.